Hallo meine Freunde, herzlich willkommen. Ärger. Hallo. Welcome von beiden Seiten bitte. Moin moin. Ja, moin. Ah, ihr seid da, sehr gut. Hinter uns ich sehe schon, ja. Hinter uns sind auch noch, hinten sind auch noch welche. Ja. Wo rennen die alle hin? Die wollen ihren Spaß haben offensichtlich. Ich sehe sie nicht, das ist das Problem. Deswegen bin ich auf der anderen Seite. Hier auch ein Fenster? Kann man schon nach oben und raus? Irgendwie ja, ne? Okay, ich gehe aufs Dach. Okay, alles klar. Da, oh, ja, ich sehe sie. Hier sind sie. Die kloppen sich hier durch. Also sie versuchen es. Alter, heftig, ey, was hier abgeht. Ja, im Ruder bräuchte ich einen auf der anderen Seite. So im Norden des U's. Könnte ich einen brauchen. Sag mal, Leute, wie habt ihr das geschafft? Ich bin nur 5 Minuten austreten gegangen und als ich wiederkam, war hier Chaos. Es war ein Kreischer und die hat mich gesehen, weil ich draußen noch am Arbeiten war. Ein Kreischer war das nur. Wo schlägt denn der hier rum? Ach, da bist du dran. Hier noch eine? Oh, die backen sich hier am Haus hoch. Das sieht ganz gefährlich aus. Hier stehen 3 Zombies aufeinander. Ich komme jetzt auch mit einem Auge. Die haben sich regelrecht hochgebackt eben. Ja, die springen mittlerweile aufeinander rum. Ja, das merke ich. Das war nur ein Kreischer und der hat halt eben 2-3 Mal gerufen und ich habe ein Schwein gehabt, weil der Kreischer kann auch andere Kreischer rufen. Aber der kann auch Zombiebären rufen. Mhm. Aber Wecker, kommst du noch einmal hier? Zombiebären? Ja, Zombiebären. Die willst du nicht sehen. Moment, ich muss mich noch um einen kümmern. Ah, ich sehe schon, ja. Ja, aber die Absicherung funktioniert. Ja, die Seite insofern ist fertig. Schon mal. Nee, ach so, da. Ja, Stacheldraht hast du ja auch schon da. Ja, ja. Ja, pass auf, dann gehe ich jetzt nach unten. Deshalb rennt die Lady da ja auch in Zeitlupe. Ja. Deswegen gehe ich dann jetzt auch nach unten. Und schieße sie direkt aus dem Fenster raus. Ja, wo sind sie denn? Ist gut. Nee, wir sind alle tot. Wir haben Ruhe wieder. Ja, super. Ich komme auch mal mit raus, ne? Nee, warte mal. Bleib mal ganz kurz oben. Ja. Komm mal wieder einmal hier hin. Bett auch? Ja. Wo? Einmal zu mir, bitte. Ach so, ja. Wo die hier hinten im U waren. An sich haben die echt hier wirklich perfekt gesessen. Ja. Dort hinten, 1, 2 hin, wo ihr am Anfang eben gewesen seid und hier eben hin. Oder noch besser, einer dort vorne, einer dort auf der Seite und einer eben hier. Dann können wir sie von 3 Seiten beschießen. Und die können nichts machen. Ja, ja, das ist klar, aber die waren ja auch hinterm Haus, deshalb. Ja, ja. Aber ihr habt gesehen, also das war hier unten, war das super. Wie die hier drinnen waren und wir konnten sie von mehreren Seiten beschießen. Das ist genau das, was ich eben meinte, was ich mir taktisch eben so vorgestellt hatte, sie hier irgendwie reinzukriegen und dann von allen Seiten zu beschießen. Ja, genau. Gut, dann an dieser Stelle herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ja, die fängt mal gut genau an, die Folge. Hat man noch gar nicht gesagt. Aber du hast gesehen, der vordere Stacheldraht hat auch schon mal gewirkt. Wenn hinten dahinter den Spikes auch nochmal 2 Reihen Stacheldraht sind, dann werden sie erstmal aufgehalten. Man kann sie schon von Weitem beschießen. Dann laufen sie durch die kleinen Spikes. Und wenn sie da durch sind, sind sie wieder langsam. Man kann sie in Ruhe wegmachen. Ja, ich gehe gerade mal im Keller und besorge uns mal mein Stacheldraht. Kriege ich den so aus der Forge oder muss ich den so. Barbed Wire? Ach nee, Forged Iron brauchen wir dafür. Oh, da haben wir doch oben noch Forge Iron. Warum habe ich denn jetzt 1000 Kohle in der Tasche? Gleich auch mal wegmachen. Die kannst du mir gleich geben. Ach, ich glaube, ich weiß warum. Kohle nämlich unten zum Heizen deshalb. Mhm. Ja, ich habe die wahrscheinlich in der Tasche, weil ich doch Dings abgebrochen habe. So, wir haben noch hier 292 Forged Iron. Das ist sehr gut. Könnten wir noch... Barbed Wire. Wie viel kriegen wir raus? 146 Barbed Wire. Die mache ich jetzt mal. Ja, die brauchen wir auch. Bin ich denn hier raufgekommen? So, ach da. Wo ist er denn? Ah, da bist du ja. Einmal hier die Kohle wolltest du haben. Die lege ich dir jetzt mal. Oh. Oh was ist das denn? Wir hatten die Kiste beschädigt. Ich nicht. Wie ich gemacht. Ich habe bei mir zu Hause auf meine Kiste geschlagen. War nicht hier. Das war bei mir, meine ich. So. So, Clay. Okay, dann kann ich ja hier im Beton weitermachen. Ja. Der Lederlappen sieht ja toll aus.
So, aber der wird nicht reichen, da will ich noch eine ganze Menge von mir. Mal ernsthaft, kannst du mich so viel voll nehmen? Hast du dir den, das hast selbst gemacht? Das ist, ja. Was ist denn das? Na ehrlich, was ist denn das? Das ist, das ist, oder was wird da im Tooltip irgendwie angezeigt? Animal Hide Leg Armor. Ach echt? Ja. Leg Armor, das geht auch nicht mal über, richtig über die Beine. Das sieht ja schwierig aus. Ja, wenn ich das richtig sehe, dann haben wir am Tag 19 den Hordetag, ne? Ne, 121. Den Hundetag. Ja. Das heißt, wir sollten heute zusehen, dass wir draußen möglichst das Haus umrundet kriegen. Brauchen wir denn noch Holz? Das Haus werde ich dir morgen schon mehrfach umrunden, wenn die Hunde kommen und ich stehe da raus. Da werde ich das Haus aber mehrfach umrunden. Oh, wir haben kein Holz mehr. Stimmt, gut, ja, wir brauchen noch Holz. Dann werde ich mich auf den Weg machen. Und wir werden auch noch Metall brauchen ohne Ende wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen auch noch mal in die Mine rein. Das können wir jetzt machen. Können wir nächste Nacht machen sonst, glaube ich. Ja. Beziehungsweise mache ich mich noch nicht auf die Holzsuche. Du machst dich jetzt noch nicht auf die Holzsuche? Nein. Ach, warum denn nicht? Ich, weißt du, wenn es dunkel ist und... Macht keinen Spaß. Ich schlafe auch nachts mit Licht. Ah. Nur Mut, nur Mut. Ja, dass du mich rausschickst, das war mir klar. Ja, aber warum wollen wir es denn jetzt ändern noch, weißt du? So, Avo, du brauchst ja bestimmt wieder neuen... Zement ohne Ende. Ja, schwierig, weil wir haben gar keinen Zement mehr. Den muss ich unten mal in die Schmiede eben anfeuern. Jo. Weil ja, Zement kriege ich aus der Schmiede und den Concrete-Mix müssen wir dann selbst herstellen. Ja. So, ich schmeiße jetzt auch gerade erstmal alles immer nur irgendwie hier rein. Ach, Simon. Ja. Was mir Zuschauer vor mehreren Wochen schon geschrieben haben, die hatten mal vorgeschrieben, und das fand ich irgendwie auch brutal, wir sollten uns alle dreimal Knüppel herstellen und wenn du dann wieder da bist, einfach Breaking Bad spielen. So. Alles klar. Ich fand die Idee sehr unterhaltsam. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Es wird gelegentlich, das war angestimmt. Ich finde das... Wo ist er? Ich mache uns noch ein bisschen Stein. Du findest mich eh nicht so schnell. Ja, beziehungsweise noch ein bisschen Sand. Können wir ja brauchen. So, was wollte ich hier machen, Avo? Zement? Ja. Das wäre ganz gut, ja. Hier kann ich den Garten nochmal Gelegenheit mal erweitern. Ich dachte erst, er hat mich nicht gesehen, ich habe mich extra nicht aufgestellt, jetzt sehe ich da vor irgendeinem so ein Gesicht ankommen. Ey. Ach, ihr macht schon wieder Dummheiten. Nein. Die Kinder sind am Spielen. So, und davon habe ich jetzt erstmal ein bisschen was. So, kann ich raus? Nee, noch nicht. Noch nicht, nee. Oh. Ich glaube, draußen ist mindestens ein Zombie oder ein Kreischer. Nö. Hunde. Hunde sind draußen. Oh. Und noch ein paar andere Sachen. Hunde dürften eigentlich noch gar nicht da sein. Ja, sag mal, so irgendwas knurrt mich hier an. Wir sollen morgen wieder kommen. Die sind im U, also... Da könnte mal... jemand mithelfen. Ja, das wäre ganz gut. Das ist jetzt die normale Nachtwolle halt, ne? Und ich könnte tatsächlich Hilfe bauen, dann geht das nämlich schneller. Ich bin dabei. Okay, super. Ich komm gleich wieder. Jetzt darf ich hier schon wieder rumlaufen. Aber die zerledern sich echt ganz gut an den Spikes, ne? Ja, deswegen wollte ich die hier direkt am Haus haben. Und das Schöne ist, die laufen erstmal alle an mir vorbei. Das ist perfekt. Oh, das hört sich nicht gut an. Ich gehe unten gerade durch den Keller. Ach, das geht eigentlich. Ja. Ja, nur die kommen. Die Geräuschkulisse halt. Wo ist er denn? Du wolltest doch Holz holen. So, müssen wir natürlich die Spikes dann auch wieder ein bisschen reparieren. Ich glaube, ich gehe jetzt mal raus und gehe mal looten.
Mach das mal, ich beschütze dich von oben. Naja, das war jetzt die Nachtrolle, oder? Von daher sollten wir jetzt nicht so das Problem dann kriegen. Außerdem machen wir es gleich 4 Uhr. Ja. Scrap, so, das kommt. Und bevor die hier alle weggespawnt. Die denn her? So. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Short Iron Pipes, die Knochen. Wenn ich hier runterfall, breche ich mir die Beine? Nee, eigentlich habe ich überall Heu ausgelegt. Eigentlich kann dir nirgends sowas passieren, wenn du aufs Heu fällst. So war der Plan jedenfalls. Ah. Noch eine. Jetzt was zerplatzt. Ja, ab und zu zerplatzen noch eine Knarre. Die Zombies auch mal. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dann habe ich einem Zombie so eine Knarre abgenommen. Okay, das ist gut. So, ich hole nochmal Holz hier. Draußen, irgendwo. Ich laufe mal weiter weg. Au, was ist los? Aua. Achso, da ist Stacheldraht. Du läufst so Stacheldraht, da läufst du ganz langsam. Hier liegt Stacheldraht auf dem Boden. Das wird bei mir gar nicht angezeigt. Doch, du siehst nur. Stell dich mal. Stell dich mal hier hin. Nee, ich stand da eben gerade drin, mein Freund. Ich muss da jetzt nicht nochmal reingehen. Nein, pass auf, ich ziehe, damit du es genau siehst. Ach, da. Stell dich mal auf den Block und dann guck mal in die Richtung da. Dann müsstest du ihn alle sehen können. Oder? Weißt du was? Ja. Das ist ja cool. Komm mal her. Wer macht mich. Wer ich? Ja, ich wollte mal gucken. Einfach nur gucken. So, ich wollte eigentlich mal die. Ich glaube, ich wollte schon vor 2 Folgen wollte ich die restlichen Baumsamen einpflanzen, ne? Hast du noch nicht? Irgendwie kam ich jedes Mal davon ab. Abo ist schuld, der lenkt mich jedes Mal ab. Ich habe niemanden nicht abgelenkt. Sowas würde ich doch nicht tun. Nein, du doch nicht. Ich nicht. Ich bin hier schwer am Arbeiten. Genau, ja, alle. Ich repariere gerade die Spikes. Überall so 2-3 Scrap-Frame rein. Sag mal so beim Bäumen. Ja? Hat sie denn eigentlich irgendwie schönes Wetter da im Urlaub oder weißt du es auch nicht genau? Doch, hat sie. Also eigentlich genauso wie bei uns. Reicherin hinterm Haus. Hinterm Haus? Oh, ich bin gerade vor. Noch hat sie mich nicht gesehen. Oh, warte, dann laufe ich eben schnell hin und versuche sie zu killen, ja? Nee, warte mal, vielleicht sieht sie uns nicht und sie läuft direkt in Dinges rein. In die Spikes, ja, dafür. Das wäre natürlich auch schön, sag ich mal. Das wäre ideal. Dann lasse ich mal jetzt keine hinterm Haus blicken. Ich weiß aber nicht, wie das mit Geräuschen aussieht. Ob sie eigentlich was sehen muss oder. Ich weiß jetzt. Jetzt hat sie mich gesehen. Braucht ihr Hilfe? Geht das noch? Oder? Oh ja, hier spawnen auch schon welche. Oh ja. Oh, die spawnen mal weitläufig. Sie ist aber noch da, ja? Hinterm Haus? Nee, ich hab sie gerade. Die ist jetzt kaputt. Achso. Vorsicht, Avo. Ich dachte, ich hätte da Kollegen und dabei habe ich dann Zombie. Auch für weiß. Quasi. Ich wollte gerade sagen. Oh, der ist aber böse gestolpert. Ach, guck mal, wir haben hier ein Farmhäuschen. Ein was? Farmhäuschen. So. Wo hier in der Nähe? Ja, ist das auch, das ist bestimmt schon gelootet von uns, oder? Weiß ich nicht. Muss mal gucken. Dabei wollte ich hier nur ein bisschen was tun. Ja, Logs, Woodlogs. Der lebt ja noch. Bike 138. Warte mal, sind da noch welche in der Herstellung, Woodlogs, Bikes? Sonst stelle ich einfach welche her. Aber kein 138, oder? Also ich habe 158 hier. Die habe ich mir nebenbei auch noch im Inventar hergestellt. Okay, dann stelle ich keine her, sondern stelle erstmal die normalen Spikes her, ne? Oh, Hosen, sehr schön. Nein, wir werden mit Sicherheit nochmal 100, 150 Stück auf jeden Fall dazu brauchen. Meinst du? Ah, aber locker. Na toll, jetzt mal. Bin ich komplett in Rot gekleidet. So, jetzt erstmal was trinken und was essen. Aber das hat sich jetzt schon mal ganz gut bezahlt gemacht bisher. Dieses kleine bisschen, was wir hier gemacht haben. Also ich glaube nicht, dass wir für eine ganze Hausumrundung 300 Stück brauchen, oder? Die eine Seite haben wir noch schon. Und nach vorne haben wir ja auch schon das halbe Haus.
Ja, das U, das haben wir hier gleich auch durch. Da hast du wohl Unrecht. Kann ich gleich aufwerten, wenn du magst. Dann musst du das mit deiner Steinaxt nicht machen. Ja, gut, dann setz ich das jetzt erstmal. Ich habe auch noch Metall bei mir. Ja, ansonsten, ich habe hier auch noch 1200. Also ihr scheint hier noch nicht gewesen zu sein. Flaming Arrows. Ach, hast du ein Schema gefunden für Brandpfeile? Cool. Ja, Glückwunsch. Kannst direkt lernen. Ich bin gerade überlegen, ob ich das lieber einen von euch gebe. Nee, mach mal. Das ist, warum denn? Du bist doch jetzt quasi wieder dauerhaft dabei mit Ausnahmen. Mit Ausnahmen, ja. Statt dauerhaft abwesend mit Ausnahmen. Ausnahmen müssen so oder so sein, das wissen wir. Das ist klar. Na gut. Nein, mach mal ruhig. Dann freuen wir uns wenigstens, wenn du wieder da bist, weißt du? Ich wusste doch, irgendwie muss man einen Grund dafür finden, ne? Genau. Ich sehe das schon so richtig kommen, denn dass ich denn eine SMS oder irgend sowas kriege und das heißt, ja, magst nicht trotzdem einmal kurz kommen, einmal schnell Pfeile machen. So, was treibt ihr denn Schönes? Ich rüste Hügel auf. Und ich stelle noch ein paar Woodlocks auf. Wo ich doch schon gerade dabei bin. Machen wir im Uhr auch diese Stacheldraht-Taktik oder ja, nicht? Also komplett soll ich da, überall. Okay. Also soll ich da auch graben dann, ja? Ja. Aber das U würde ich als letztes machen, weil das ist der Bereich, den wir am besten verteidigen können. Dann lieber außen erstmal, ne? Der kommt auch als letztes, ja. So hatte ich das auch gedacht. Na gut. Jetzt sehe ich jetzt erst, die Bäume sind hier gar nicht rund. Wieso? Sind sie nicht? Rund. Hast du eckige Bäume? Meinst du die Baumkrone oder was? Nee, die Bäume an sich. Stämme. Sondern oval manche, oder? Nee, die sind, Sind eckig. Achteckig oder irgendwie sowas. Aha. Jo. So, dann habe ich mir die noch gar nicht angeguckt. Oh, gerade du als kritischer... Ja, bei meinem Alter hat sowieso alles einen Weichzeichner. Das ist... Deshalb, was soll ich dagegen jetzt sagen? Deshalb, wenn dann die Leute ankommen, die dann sagen, ja, ich brauche einen Monitor, 2 Millisekunden, weißt du, ich habe hier einen schönen Dell-Monitor mit True-Color, nicht blinkwinkelabhängig, der hat dann halt irgendwie 20 Millisekunden. Ja, das ist doch scheißegal, ob mein Monitor 2 oder 20 Millisekunden habe, wenn mein Auge allein schon 60 braucht, um noch was zu erkennen. Das ist doch vollkommen wurscht, oder nicht? Oh. Was ist denn das? Da haben wir auch noch einen vergessen. Ich finde, das ist eine Win-Win-Situation. So, uns geht jetzt mit großen Schritten das Metall aus. Ich will mich nicht beklagen, aber ich wollte es nur mal feststellen, wegen der... Ich habe noch 1200. Naja, okay. Kommst du einmal zu mir? Oh shit. Nee, ich plündere jetzt unsere Kisten. Ich bin schon drin. Dann kann ich jetzt auch den Rest von drin holen. Aber wie gesagt, da werde ich mich dann sonst nächste Nacht drum kümmern. Vielleicht auch zu zweit oder sowas, müssen wir mal gucken. Na, 1000 haben wir noch, das war's dann. Ja, ich habe auch noch 1000 hier. Nee, weil. Zombie? Ach so, mir ist heiß. Zombie, so einsam und allein. Ja, am besten doch mal zu zweit in der Mine oder sowas, weil es geht halt schneller. Also, ich glaube, alleine kriegst du auch nur vielleicht 2000 Scrap Iron raus in einer Nacht. Komm, obwohl ich muss mal gucken, wie ergiebig die Mine da überhaupt noch ist. Ich wollte gerade sagen, wie viel habe ich von mir rausgeholt? Um die, keine Ahnung, 4000? Ja, mal schauen, wie ergiebig die da noch ist. Ja. Ja, das ist Dumme. Ich habe bei mir, bin ich jetzt auch auf so eine Ecke gestoßen, da bin ich nur noch leck. Ja, da kann ich echt machen, was ich will. Ja, der Bedrock ist, glaube ich, noch ein bisschen entfernt. Also sonst zur Not grabe ich mich erstmal ganz bis nach unten. Na, wer ist da denn? Aber wenn das schon mal mit doppelt Holz aufgewertet ist, dann ist ja auch schon mal gut. Setz mal die Spikes noch nicht ganz umzu, weil, wie gesagt, die nicht aufgewerteten, die gehen so schnell kaputt und die müssten schon bis auf die Metallstufe aufgewertet sein, sonst
Ich weiß nicht, ob die 1000 Metall, ob die 2000 Metall reichen auch nicht, glaube ich. Okay, dann mache ich jetzt erstmal nur hier. Ich glaube, wir kriegen 50 Stück damit mit 2000 Metall. Nee, 100. 100 Stück kriegen wir. Wir haben uns hier am Beton auch mischen, müssen wir auch noch ein bisschen nachreparieren. Nee, warte mal, es sind 10, 20, 30. 30 pro, 30 Scrap Iron pro Woodlock ist das, sind das. Ich muss mich mal entleeren. Mach das. Und jetzt bin ich ein ganz böser Spielverderber, aber ich habe nämlich gerade nach rechts geguckt. Ich auch. Ich habe auch gerade nach rechts geguckt. Und dann dachte ich mir so, naja, warum sollen wir uns nicht mal an die übliche Zeit halten, ne? Ach krass, habt ihr euren Second Monitor auch auf der rechten Seite? Ja. Ja. Ich habe bei mir alles auf der rechten Seite, was ich sehen muss, weil ich eben links nichts sehe. Also, ich bin ja noch überlegen, mir noch einen dritten zu holen, den ich da drüber hänge. Da drüber? Nicht links? Mhm. Nee, links, ich weiß nicht, links finde ich schon wieder. Oh, was ist. Oh, nein! 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 Wo bist du denn? Wo warst du denn? Das ist jetzt eine gute Frage. Ein Bär. Keine Ahnung, wo der herkam. Bär. Also, aber ich habe noch 139. Mehr habe ich nicht. Ich habe noch 1029. Immer noch? Ja. Okay, cool. Also, wir kommen hier auf jeden Fall noch einmal dran her, glaube ich. So, ja, Mensch, erstmal eine Gedenkminute eben, ne? Für Ben. Wie? Ist er schon tot? Ja, der ist tot, der ist am Bär gestorben. Aus irgendeinem Grund. Am Bär gestorben. Der stand auf einmal hinter mir. Keine Ahnung, wo die Sau herkam. Das war auch ein Bad in Trouble halt. Ja, stimmt. Wie sieht das aus? Armer Kerl. So jung. Oh, diese Ironie in der Stimme. Nee, nein, das fand ich jetzt wirklich nicht schön. Jetzt bist du schon mal hier und jetzt bist du schon wieder tot. Ja, du musst das mal so sehen. Er braucht halt auch so seine Einstimmung. Und er ist dann jetzt halt vom Bären erstmal willkommen geheißen worden. Ja, mein das Lieben. War wahrscheinlich derselbe Bär, wo du sagtest von wegen, keine Ahnung, musst du mal gucken, wo der hin ist. aus der ersten Folge von heute. Das war derselbe Bär, hast du ihn wieder erkannt? Das kann sogar sein. Ich glaube, das war sogar die Richtung gewesen. Hm. Kann gut sein. Aber wie gesagt, ich habe ihn ja vorher nicht gesehen. Ich bin ja in die Richtung hin, da war nichts. Und hast als du ich denn, dann, hat dein Schlafsack überhaupt noch gezählt? Ja, ne? Im alten Haus. Ja, ja, gut. Das ist ja nicht so. Ja, also, aber hier nebenan, nicht ganz oben im Norden, da nicht, ne? Nee. Das ist jetzt eine gute Frage. Nee, hier nebenan. Okay, ja, immerhin. Aber hatte ich im neuen Gebäude hatte ich gar kein Gesetz. Wo nee, da haben wir haben unsere auch noch da liegen, wo deiner ist. Also da bleiben die wahrscheinlich auch, denke ich mir mal so. Da gehe ich mal von aus, dass die da bleiben. Die Schlafsäcke. So, okay, dann, weiß nicht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit Xyra auf jeden Fall wieder. Ja, hoffentlich. Und vielleicht auch mit Bad, aber da mögen wir jetzt noch keine Zusagen. Ich gebe mir Mühe. Ja, wie gesagt, wenn du gerade erst echt nach Hause gekommen bist und dann direkt an den Monitor und hier ran, das ist ja auch anstrengend. Ne? Ja gut, das stimmt. Wie gesagt, ich habe auch überlegt, dass ich vielleicht die erste Folge denn schwänze, weil ich wollte gerne noch eine Kleinigkeit essen oder sowas. Hast du ja auch geschrieben, ne? Dass du so, ja, vielleicht zur zweiten oder dritten und aber ja, mir war schon klar, dass es später wird. Ja. Ja, ich habe mir da nicht so viel Hoffnung zu machen, weil dann bin ich so enttäuscht dann, weißt du so. Oh, das ist süß. Ja. Ich habe mich auch gefreut, dass du rein bist. Ich habe mich auch ganz doll beeilt. So, aber komm, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ja, müssen wir, genau. Guti, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao.